Herzlich willkommen im Brunn am Gebirge, der Ort, wo die Heeresbekleidungsanstalt bereits seit 110 Jahren Ausrüstungsgegenstände und Bekleidungsgegenstände für das österreichische Bundesheer entwickelt, die Qualitätssicherung sicherstellt und die Verteilung an die Soldaten durchführt. Mein Name ist Amtsdirektor Markus Waldner, ich bin der Leiter der Heeresbekleidungsanstalt und lade euch heute ein, mit mir gemeinsam durch unsere Räumlichkeiten zu gehen und zu sehen, wie wir entwickeln, wie funktioniert die Qualitätssicherung und wie schaut die Verteilung an die Soldaten des österreichischen Bundesheeres aus. Hier nun die erste Station, die Entwicklungsabteilung. Hier ist die Geburtsstunde aller Ausrüstungs- und Bekleidungsgegenstände des österreichischen Bundesheeres. Folgt mir in die Abteilung. Wir befinden uns hier in der Schnittzeichenanlage. Hier werden die Schnitte gezeichnet, die Schnitte gradiert, das heißt an die verschiedenen Konfektionsgrößen der Bekleidungs- und Ausrüstungsgegenstände angepasst. Und am Ende wird hier ein Schnittlagebild erstellt, das auch als Grundlage dient für die Firmen, um die Produktionen, die Massenproduktion für das österreichische Bundesheer durchführen zu können. Das Herzstück unserer Prototypen- und Musterfertigung ist der Lasercutter. Die Schnitte aus der Schnittzeichenanlage werden hier digital übertragen und werden durch den Lasercutter mit dieser Maschine ausgeschnitten. Wenn die ausgeschnittenen Teile fertig sind, kommen sie direkt in die Schneiderei und werden dort zusammengenäht und der Prototyp oder das Muster entsteht. Wir sind jetzt hier in der Ausrüstungswerkstätte. Hier werden die Gegenstände, die Schnittmuster, die der Lasercutter zugeschnitten hat, zu einem Ausrüstungsgegenstand gefertigt genäht. Wir sehen hier den Zuschnitt aus dem Lasercutter, der teilkonfektioniert mit Flauschbändern und Glättbändern versehen ist. Hier das fertige Teil und hier sehen wir, wo dieser Teil dann in der Rüstung verbaut wird. Wir sind jetzt hier im Musterlager, der Prototyp ist fertig. Warum machen wir Prototypen? Wir bauen Prototypen, um für unsere Soldaten, für ihre Aufträge das Bestmögliche, was es am Markt, aus der Industrie und an Ideen von anderen Armeen gibt. Und diese stellen wir zusammen, um die Bedürfnisse unserer Soldaten sicherzustellen. Wir sind jetzt an der zweiten Station, dem textiltechnischen und chemischen Prüfzentren. Nachdem die Industrie den Prototypen, das Angebotsmuster nachgebaut hat, gilt es jetzt nun, dieses zu überprüfen, ob es bis in die Faser übereinstimmt. Hier wird jedes Bekleidungs- und Ausrüstungsstück bis in die Faser zerlegt und sämtliche Prüfungen durchgeführt, ob es der Qualität entspricht. Wir sind jetzt hier im physikalischen Prüfraum. Hier wird die Qualität der Produkte, die die Firmen uns vorlegen, sei es beim Angebot, aber auch bei der Einlieferung, überprüft, ob sie unseren Vorgaben entsprechen. Wir haben hier zum Beispiel den Martindale-Test, ein Scheuertest, wo zwei Textilien so lange aneinander gescheuert werden, bis eine Pillenbildung oder Löcher entstehen. Die Zeit oder die Anzahl der Scheuervorgänge wird gemessen und das ist ein Maß für die Qualität des Stoffes. Hier an der Zugprüfmaschine ist ein Turnschuh eingespannt, wo einerseits an der Sohle und andererseits am Turnschuh selbst gezogen wird, bis es auseinanderreißt und die Kraft, die dazu notwendig ist, wird gemessen. Diese muss unseren Vorgaben entsprechen, damit wir dieses Produkt als qualitätsvolles Produkt für unsere Soldaten übernehmen. Was ist hier passiert? Hier ein paar Socken, einmal gewaschen und hier sieht man ganz eindeutig, die Firma hat sich die Ausrüstung für die Waschbarkeit der Wolle erspart. Um dies zu überprüfen, haben wir hier unseren Waschraum mit drei Waschmaschinen, einer Industriewaschmaschine, einer Normwaschmaschine und auch einer Haushaltswaschmaschine, weil die Soldaten waschen ja auch ganz normal daheim in ihrer eigenen Umgebung. Hier wird auch künstlich gealtert. Es werden 10 bis 20 Waschgänge für ein Bekleidungsstück durchgeführt und man misst auch das Ausbluten, also sprich das Auswaschen der Farben hier wird auch überprüft. Nach dem Auswaschen der Farben wird auch noch zusätzlich die Infraremission überprüft. Das ist die Sichtbarkeit bei Infrarotlicht, damit unsere Soldaten auch nach 50 Mal Waschen der Uniform danach den Infrarotgeräten nicht weiß leuchten. Ich darf vorstellen, unser Labormitarbeiter Manny. Manny dient dazu, um die Wasserdichtheit unserer Nässeschutzbekleidung zu überprüfen. Manny trägt unter der Nässeschutzbekleidung ein Sensorhemd und das Sensorhemd ist mit dem Computer verbunden und misst die Feuchtigkeit, die, wenn die Dusche läuft, durch die Bekleidung durchgeht, wenn irgendwelche qualitativen Schwächen da wären.
Hier sind wir gerade mitten in einer Prüfung drinnen. Der Kampfstiefel, der neue, in Beige, steht hier drinnen und wird 1 Million Schritt machen. Und zwar die 1 Million Schritt ist notwendig, damit wir feststellen können, festhalten können, wie hoch dieser Geröllstreifen sein darf, damit er, wenn er vorne abbiegt, beim Gehen nicht aufreißt und keine Risse bekommt. Nach Manny, der für uns die Nässeschutzbekleidung prüft und im Regen steht, haben wir Semi, der für uns durchs Feuer geht. Semi steht in einer Brandkammer und hier wird schwer entflammbares Außenmaterial mit 3 Bunsenbrenner von außen beflammt, um innen zu messen, wie wirkt sich das auf den Soldaten und die Soldatin selbst aus, beziehungsweise wie beeinflusst Unterbekleidung den schwer entflammbaren Schutz des Soldatin und des Soldaten. Okay. Hier zum Beispiel, was Semi alles aushalten muss. Schwer entflammbare Produkte heißt nicht, dass sie nicht brennen, sondern dass sie von selbst wieder ausgehen und somit den Träger schützen. Man sieht, der Stoff ist nicht in Flammen aufgegangen und der Träger darunter wurde geschützt. Allerdings diese Temperaturübergang auf den Körper, den können wir mit Semi dann genau messen. Wir befinden uns hier jetzt in der zerstörungsfreien Prüfung. Hier werden die Ausrüstungsgegenstände, die uns die Firmen als Angebotsmuster, als Vorproduktionsmuster oder als Einlieferung vorlegen, maßtechnisch geprüft. Hier überprüfen wir die Schuhlänge, die Innenschuhlänge beispielsweise, die Verarbeitung der Nähte, den optischen Zustand des Leders, der Schnallen und sonstigen Gegenständen bzw. der Sohlen. Zur zerstörungsfreien Prüfung gehört auch die Prüfung des Stoffes an sich. Wir haben dazu Stoffschaumaschinen. Wir wenden das vor allem dann an, um die Qualität zu erhöhen bei besonderen Stoffen mit besonderen Eigenschaften, wie zum Beispiel schwer entflammbar. Hier wird der Stoff zuerst eingeliefert, wird hier überprüft auf der Stoffschaumaschine auf Fehler, Webfehler oder Farbfehler. Und wenn der Stoff überprüft ist und entspricht, wird er dann den Konfektionär zur Herstellung der Uniform oder der Ausrüstung übergeben. Hier ein Beispiel für einen sogenannten Verwurf, ein Gegenstand, den jeder kennt, der Wollsocken. Im Übrigen ist es der Gegenstand, der am längsten gleichbleibend beim österreichischen Bundesheer von Bekleidung eingesetzt ist. Man sieht hier ist eine Laufmasche aufgebrochen, das heißt, diese Socken entsprechen nicht unseren Kriterien und werden somit nicht angenommen. Und wenn eine gewisse Stückzahl überschritten wird, die in einer Norm festgelegt ist bei einer Einlieferung, dann wird die Lieferung wieder zurückgeben, dann kommt es zu einer Nichtabnahme. Ich war mit euch in der Station 1 der Entwicklung, ich war mit euch in der Station 2 der zerstörenden und der zerstörungsfreien Prüfung der Bekleidungsstücke und der Ausrüstungsgegenstände. Hier befinden wir uns im Eingangslagerbereich der Materialwirtschaftsabteilung, wo palettenweise die Ware durch die Industrie angeliefert wird. Hier in meinem Hintergrund der Tarnanzug leicht, die Jacke zum Beispiel, die hier auf die Annahme, die quantitative, also das Zählen, auf die Abnahme, die qualitative Überprüfung und die Übernahme wartet. In weiterer Folge erfolgen die Aufträge durch die Dispositionsabteilung zur Verteilung in der Armee und zur Verteilung an die österreichischen Soldaten.